sie's wohl, so wie es wohl, wird's nie wieder. Aber noch bei dir kein Winter blieder, wieder der Flieder. Machst schon? Jo! Seh sie von, ey, man kann heute noch ein weit wieder. Da soll man lieber selber wie Rola von jetzt den Raum zu spielen. Das, was wirklich großartig war jetzt bei der ganzen Geschichte, ist das, also wir haben bis 2014 ja jedes halbe Jahr was gemacht. Und wir haben jedes halbe Jahr Stress gehabt und das Stammhaus komplett neu renoviert. Und jetzt haben wir den Vogel gehabt, dass wir 2014 gesagt haben, jetzt machen wir alles, was wir die letzten 5 Jahre gemacht haben, nochmal, aber wir haben nur in 1 Jahr Zeit. Und das machen wir, werden wir verdoppeln. Und das war jetzt der Fall. Wir haben dann 5 Ernst geboren, das ist ein Naturerlebnis. Heute war es wieder perfekt zu sehen, man kommt drauf am Berg, hat den Ausblick, es ist die Natürlichkeit, das ist in uns drinnen. Naturküche, wir versuchen, oder wir mittlerweile sind wir schon wirkliche Profis geworden, künstliche Zusatzdaten, verzichten wir vollkommen, Geschmacksverstärker. Mittlerweile habe ich einen eigenen Schlachtraum, also wir haben sogar die Kuh vom Bauern, die wir kaufen, schießen wir dort, legen wir, verordert man. So, dann ist die Naturwellness, die haben wir auch erhoben. Naturwellness ist bei uns der Inbegriff. Wir haben nämlich nicht irgendwo so einen Thermenort und so weiter, so einen Komplex hingebaut. Bei uns sind die Saunen auf Etappen aufgeteilt. Und dann haben wir die Nachhaltigkeit mit unserer ganzen Energiesparmaßnahmen, angefangen von den Pellets über stromsparende Minibars etc. etc. Ja, und dann haben wir noch, die 6. N ist uns jetzt neu dazugekommen. Neu. Nein, das ist Naturdesign. Vielen Dank. Bravo, super. Ja, als Tourismusreferent ist man riesig stolz in Zeiten wie diesen, wenn ein Unternehmer viel Geld in die Hand nimmt, investiert, damit Beschäftigung schafft, damit seinen Gästen eine besondere Qualität und Gastlichkeit bietet. Da kann man nur stolz sein. Wie schwer schätzen Sie das ein? Wie viel Mut braucht man? Ja, da braucht man unendlich viel Mut und das ist auch schwierig, aber das zeichnet auch das unternehmerische Tun aus. Gell? Man braucht natürlich Mut, man darf... Ein bisschen Angst braucht man immer, aber nicht zu viel, und das ist einfach, diese Begeisterung muss umgesetzt werden, und da darf ich dem Gerd Höfleiner und der Familie nur gratulieren. Ja. Vor Jahrzehnten, was sein Großvater aufgebaut hat, was seine Eltern weitergeführt haben und was er jetzt eigentlich in den letzten 5-6 Jahren vollendet hat mit dem weiteren Hotelzubau, jetzt die Eröffnung heute. Die ganze Wellnesslandschaft und vor allem, da kommen andere Sachen. Er hat 3 Personalhäuser gebaut, er hat eine Skihütte vergrößert, er hat sein Privathaus gebaut, er hat für die Eltern was geschaffen. Ich glaube, ich als Touristiker kann stolz sagen, wir stehen, glaube ich, momentan im schönsten Haus in der Region Schlamming-Dachstein und ich darf sagen, im schönsten Haus in der Region Haus im Innstall. Jetzt, wenn man so ein bisschen in die Details schaut, sieht man einfach, dass da gewaltig viel Engagement und gewaltig viel Liebe einfach in diesem Hotel drinsteckt. Jetzt ist das Hotel nicht gerade um die Ecke, man muss ein Stück laufen fahren und trotzdem sind sie so irrsinnig erfolgreich. Was glaubst du, woran das liegt? Ja, an der Qualität. Wenn alles passt, von der Qualität werden auch die Leute überall hinfahren und so ist es auch. Jemand, der bisher noch nicht das gesehen hat, dass das Natur- und Wellnesshotel Höfleiner unser Leuchtturm in der Region ist, der ist spätestens heute davon überzeugt. Was darfst du wünschen? Mein Gott, in erster Linie wünsche ich, dass sie gesund bleiben. Und alles andere macht der Gerhard, weil er ist ein intelligenter Mensch, er macht es. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich noch als Senior-Chefin da herinnen stehen darf und auch, dass die alten Stammgäste, was mir noch sehen, sagen, ah ja, da ist noch wer, der uns kennt und das ist gewachsen und die Tradition geht jetzt weiter in die Jugend und die Enkel, die 2 größeren Dirndl, sind gerade gekommen, Mami, Omi und haben mich gleich angeschmust, ich bin ja die Mami, Omi und das ist so schön, weil man dann sieht, es geht wieder weiter. Auf die Familie Höfleiner! Jawohl! Prost! Prost, alles Gute! Prost.